Moin Leute, ich bin der Alex und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter News. Ja, gestern sind ja zwei neue Lockdüfte rausgekommen, dazu komme ich jetzt gleich. Nur die kleine Info, es wird kein Review dazu geben. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, ja, wo bleibt das Review zu den neuen Items? Nein, dazu wird kein Review geben. Ich werde jetzt ein bisschen was dazu erzählen, aber mehr dann auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an mit diesen zwei Lockdüften. Und zwar sind das einmal ein Lockduft für das Sambadier, für den Sambahirsch und für den Rusa-Hirsch. Beide Lockdüfte kosten 45 EM-Dollar pro einer 50er Flasche oder 1439 GM-Dollar. Ja, was kann man mit dem machen? Man kann Rusa oder Sambahirsche anlocken. Man sprüht es dann halt einfach und in einem bestimmten Radius kommen die Tiere dann zu diesem Punkt, wo man gesprüht hat. Beim Rusa-Hirsch haben wir ja auch den Lockrufer, da ist es dann wirklich ganz gut. Da kann man zum Beispiel, wenn man den Call von einem Rusa-Hirsch bekommt, auf eine Lichtung das Urinspray hinsprühen, sich dann in den Busch setzen, die ganze Zeit callen. Der Rusa-Hirsch wird nicht zu dem Call dann kommen, sondern zum Urinspray, weil das Urinspray halt stärker attraktiv ist. Beim Sambadier müsste man hinterherlaufen und vielleicht irgendwo hinsprühen und dann auf gut Glück gucken, dass es da in die richtige Richtung reinläuft. Ja, zweites Thema wäre So Many Goats, So Many Competitions. Wir hatten ja diese Competitions zu den verwilderten Ziegen. Dafür gibt es jetzt die Ergebnisse und diese stehen im Status-Update. Die möchte ich jetzt hier nicht vortragen, die könnt ihr euch selber nachlesen. Denn im dritten Thema für heute kommen wir zur Live-Competition, Pistols at Noon. Und da möchte ich ein bisschen zu den Details kommen. Nämlich, man muss, um beim Wettbewerb oder bei diesem Live-Event, bei der Live-Competition mitzumachen, muss man sich eintragen. Der Link steht unten in der Videobeschreibung. Es können nur 4 Spieler mitmachen. Die Competition wird live am 22. Februar um 16 Uhr ausgestrahlt, also müsst ihr gucken, dass ihr da Zeit habt, denn die Teilnehmer müssen von 15.30 Uhr bis 18 Uhr verfügbar sein. Wenn man in dieser Zeit nicht erscheint oder nicht verfügbar ist, wird jemand aus dem Chat ausgesucht, der dann mitmachen kann. Wie schon erwähnt, ist diese Competition, diese Live-Competition, pistolenbasiert. Es wird 2 Competitions geben, die jeweils 1 Stunde dauern. Man braucht folgende Pistolen. Entweder die 22er Grasshopper oder den 357er Revolver und entweder die 44er Magnum oder die 10mm Pistole. Also, wenn man jetzt halt die 22er Grasshopper hat und die 10mm, geht das. Wenn man jetzt nur die 22 Grasshopper und den 357er hat, dann müsste man sich jetzt halt noch entweder eine 44er Magnum oder eine 10mm kaufen. Ansonsten kann man auch nicht mitmachen. Die Preise für den ersten und zweiten Platz sind unreleased Items. Platz 3 und 4 gehen aber auch nicht leer aus. Diese Preise werden am nächsten Mittwoch bekannt gegeben, also das neue Item wird dann wahrscheinlich bekannt gegeben, werden dann sagen, was man gewinnen kann. Die Teilnehmer, die dann mitmachen dürfen, die werden am 20. Februar ausgewählt, so gegen Abend, da könnt ihr dann auch zu der Zeit reingucken. Ja, Thema 4 wäre Valentinstag, dazu gibt es dann wieder ein Event. Ein paar Missionen, bestimmt wieder ein paar Competitions und natürlich die altbekannten Sales. Letztes Jahr war es ja so, dass man auf White Rim Ridge, glaube ich, Herzen suchen musste oder überall auf den Maps. Aber auf White Rim Ridge geht es meistens am einfachsten. Wahrscheinlich ist es wieder eine Sammelaufgabe. Entweder irgendwelche Teddybears oder Herzchen sammeln und dann irgendein nices Item bekommen. Und kommen wir natürlich zum letzten Thema und das wäre die Free Rotation. Und zwar sind diesmal Rusa und Sambadier in der Free Rotation. Und als hätten mich die Entwickler erhört, ich habe in der letzten Folge mich gefragt, warum sind die Tiere nicht einfach mal in der Free Rotation auf den gleichen Maps zu jagen. Und da jetzt diese Woche
Lockdüfte für Thumba und Rusa rausgekommen sind, gibt es halt jetzt auch diese beiden Tiere in der Free Rotation. Ja, schreibt mir auf jeden Fall, ob ihr euch für die Competition anmeldet in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr Lockdüfte benutzt, das würde mich auch mal interessieren. Ob euch das Video gefallen hat, wie gesagt, wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten, abonniert meinen Kanal, kommt bei uns auf dem Teamspeak vorbei und dann kann ich eigentlich nur sagen, bis zum nächsten Mal.